Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Heute hab ich wieder Neuigkeiten gesehen. Es gibt wieder ein neues Set, das jetzt auch in Season 10 geleakt wurde. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Zwar die Kaugummi-Bomberin. Ja, in pink gehalten. Einmal mit Brille und einmal ohne Brille. Als verschiedene Stile. Backpack hat keine verschiedenen Stile. Hier mit ganz vielen Kaugummis drin. Farben mag ich jetzt nicht ganz, sind immer so eigentlich klassische Kaugummi-Farben. Mag ich jetzt persönlich nicht ganz so. Dazu gibt es dann auch noch den Kaugummi-Knüppel. Sieht eigentlich. Das sieht witzig aus, weil eben halt dann immer hinten die Blase so aufgepumpt wird. Oder der Luftballon. Mit so einer Kaugummi-Blase soll das wahrscheinlich darstellen. Ist auch mal ganz witzig, dass es da ein paar mehr Effekte gibt. Sieht ganz interessant aus auf jeden Fall. Dazu gibt es dann auch noch die Kaugummi-Bomben-Lackierung. Ist jemand nur keine animierte Lackierung. Deshalb hätte ich sie nicht empfohlen. Weil eigentlich nur die meisten animierten Lackierungen wirklich gut aussehen. Ja, dann haben wir noch den Omen-Charakter. Wir hatten ja vor kurzem schon den Fake-Charakter drin. Ich weiß gar nicht, ob es gestern war oder vorgestern irgendwie. Auf jeden Fall hatten wir vor kurzem schon einen Fake-Charakter und das ist sozusagen die männliche Version davon. Hat hier ein Cape dran. Ist auch wieder so ein bisschen im Stil so von Omega und Carbide aus Season 4. Ja, Skin ist in Ordnung, ist jetzt aber nichts Besonderes. Und für einen legendären Skin hätte ich da ein bisschen mehr erwartet. Allerdings die Orakelhacke sieht cool aus hier mit dem Sturm drin. Passt mal auch, wenn man das Backpack von der weiblichen Version hat. Dann sieht es echt ganz cool aus. Das Sound ist in Ordnung. Als nächstes haben wir den Dynamo-Skin. Ist ein extremer Schwitzer-Skin. Spielt, also der wird eigentlich relativ häufig sogar von Schwitzern immer gespielt. Der ist in Ordnung, würde ich sagen. Ist jetzt, ich finde ihn schön farbenfroh. Aber ist jetzt auch nicht mein Lieblings-Skin, würde ich sagen. Dann haben wir Zuckerrausch. Ja, hat eine ganz nice Musik. Sieht auch eigentlich echt ganz cool aus. Aber ist der nicht neu drin? Ich weiß nicht, ob der schon mal im Shop war. Ich hatte ihn immer schon in Leaks gesehen. Aber ich weiß nicht, ob er zwischendurch schon im Shop drin war. Könnt ihr mir vielleicht in den Kommentaren schreiben. Zunächst haben wir die Eisbrecher-Spitzhacke. Hat einen ganz netten Sound. Sieht ja ganz nett eigentlich aus. Ist jetzt aber auch nichts allzu Besonderes. Haben wir Glitter. Eine ganz coole Musik. Gefällt mir auf jeden Fall. Als nächstes haben wir den Kommando-Skin. Ist so ein klassischer Skin. Sieht eigentlich tatsächlich ganz nice aus. Mit dem schwarzen Oberteil ist hier mit auch Standard Red die Welt-Skin. Ich glaube, das ist der erste Skin, den man Red die Welt bekommt. Ja, ist auf jeden Fall ganz nice. Und dann haben wir die Elektrifiziert. Ja, Musik. Dafür werde ich einmal die Musik anmachen. So. Ich habe mir die immer schon gekauft. Vor etwas längerer Zeit. Finde ich eigentlich ganz nice, die Musik. Zwischendurch habe ich auch tatsächlich mal Musik an. Ja. Ist auf jeden Fall ganz nice. Gefällt mir auf jeden Fall. So, ich mache ein kleines bisschen leiser wieder. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und schreibt mir auch gerne Feedback in die Kommentare, sowie gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefällt, und schreibt vielleicht auch rein, was euch nicht gefällt. Wäre auf jeden Fall extrem nice, weil ich das natürlich auch versuche zu verbessern. Ja. Das Geile ist ja jetzt, man hat auch in Rettet die Welt endlich mal Musik. So ist das Ganze natürlich ein bisschen erträglicher, weil klassisch Rettet die Welt Mucke ist komplett lost. Heute haben wir die Lama-Herde drin. Wenn mythischer Anführer der Überlebenden drin ist, kann man sich das überleben. 400 V-Bucks ging nicht für klar.
Ich warte aber erstmal hier im Upgrade-Lama, bis dort ein Anführer der Überlebenden drin kommt. Ist ja super selten, kann aber trotzdem passieren. Ja, sonst hat sich nichts geändert. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video sehen. Vielleicht, wenn noch irgendetwas kommt. Zurzeit sind ja gerade keine News am Laufen. Und es gibt immer nur kleine News, die so ab und zu kommen. Ja, vielleicht mache ich noch ein Video. Vielleicht kommt gutes Gameplay. Checkt auf jeden Fall den Stream aus, der wahrscheinlich gleich starten wird. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.